So, da bin ich auch schon wieder. Und ja, weiter geht's. Wir fangen wieder mit Carla an. Würde ich sagen. Carlas Wohnung. -12. Kann ich mich gar nicht mehr dran hören. Scheiße. Der hat sich aber schnell angezogen. Okay, wir sollten ans Telefon gehen. Welches? Wo ist denn das Telefon? Telefon? Ach, da geht's hin. Ah, okay. Ah! Hartnäckig. Mann, bist du taub? Hab gerade geduscht. Ja? Du was? Stirn gar nichts. Sackgasse. Ich kann mit dem Lesezeichen aus dem Buch im Restaurant einfach nichts anfangen. Da steht eine Reihe von Zahlencodes drauf. Ist für mich nur ein Haufen Zahlen. Vielleicht fällt dir was ein. Wax es doch rüber. Bin eh noch nicht müde. Ist sicher eine spannende Bettlektüre. Okay, komm sofort. Ruf an, wenn dir eine Erleuchtung kommt. Ich bin noch eine Weile hier. Heute Abend dürfte es spät werden. Okay, bis später, Tyler. Bis später. So, was machen wir denn jetzt? Wir setzen uns auf die Couch. Und gucken Fernsehen. So, ihr Sieb, wollt ihr auch Chicken heute? Halt weg, mein Little Chicken! Gottes Willen. Okay. Wir wechseln mal zu Tyler. Gucken, was man da machen kann. Normalerweise ließ ich Sam nicht gern allein zu Hause, vor allem momentan. Aber dieses Lesezeichen wollte mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich hatte das Gefühl, den Schlüssel zum Mörder so gut wie in der Hand zu haben. Ich spürte, dass ich die Schlinge schon fast um seinen Hals gezogen hatte. Und ich würde nun nicht nach Hause gehen, bevor ich nicht wusste, um was es sich bei dem Zettel handelt. Und woher soll ich das wissen? Achso, ja, Faxen, genau. Das wollte ich doch machen. Ja. Wenn Timo nicht aufpasst. So. Wo ist denn unser Fax? Da. Ja. Ich stelle lieber mal die Musik aus, sonst wird mein Video wieder gesperrt. Und wehe, wenn. Ah. Fax. Das Lesezeichen aus dem Buch. Buchstaben und Zahlen. Was kann das sein? Das ist eine gute Frage, wa? Setzen wir uns doch mal an den PC. Vielleicht kriegt ja Carla was raus. E-Mails. Hi. Von Tommy. Hi Carla, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Mein Job nimmt mich sehr in Anspruch. Ich komme vorbei, sobald ich kann und erzähle von meinen neuesten Abenteuern. Ciao, Tommy. Okay. Und wieder Spam. Gedöns. Omikron, erster Teil der Trilogie, bricht alle Rekorde. Der erste Teil der Omikron-Trilogie, alle Kassenrekorde gebrochen. Blablabla. Bla, bla. Omikron ist, war der erste Teil quasi. Super. Ich rufe Tyler an. Ah, Aktienkurse. Okay. Das war jetzt aber echt gerade Zufall, dass ich das rausgekriegt habe. Dann rufen wir Tyler an.
Tyler, hallo. Tyler Miles. Es sind Börsennotierungen. Das Lesezeichen stammt aus einer Bank. Börsennotierungen? Wie kommst du da drauf? Erzähl ich dir später. Irgendwie muss ich feststellen lassen, in welcher Bank die Liste gedruckt wurde. Klar, jetzt heißt es scharf nachdenken. Wer es zuerst findet, ruft den anderen an. Ich glaube, Carla findet es raus. Oder auch nicht. Ach, das ist mein Freund. Wer könnte das sein um diese Zeit? Ja, schauen wir mal. Ich kann doch so die Tür nicht aufmachen. Dann zieh dir was an. Verdammt. Wo sind Klamotten? Wo? Ja, ich komme. Moment. Nee, das ist... Verdammt, das ist Bad. Klo. Wollen wir nicht hin. Ich hoffe, der wartet genauso lange, wie das Telefon geklingelt hat. Ey. Hä, bin jetzt doof? Ah, hier. So, anziehen. Schnell. Das sehen wir natürlich wieder nicht, das war klar. Wobei, das ist auch eher uninteressant. So. Ja, und hat wieder die gleichen Klamotten an. Finde ich gut. Die laufen alle immer in den gleichen Klamotten rum. So. Moment, bin unterwegs. Ja. Ich hatte Langeweile und dachte, du als offizielle, nette Nachbarin würdest sie mit mir teilen. Wie auch diesen exzellenten Chablis. In meiner Funktion als nette Nachbarin schlage ich weder deine langweilige Einladung noch den exzellenten Wein ab. Ich nehme an, selbst eine eingefleischte Junggesellin wie du hat irgendwo ein paar Weingläser zur Hand. Ich mag den Typ nicht. Müsste ich wohl haben. Nur wo? Setz dich, Tommy. Ich suche sie. Das ist doch Tommy. Aber es ist nicht mein Freund. Okay. Wo hätte das sein können? So, Weingläser. Haha, genau zwei Stück. Dass die aber auch die 2 Meter nicht alleine laufen kann. Na. Da. Sitzen. Und Alkohol trinken. Aber so ein bisschen geht da schon was. Einen Toast? Okay, auf was? Die Liebe, was sonst? Auf die Liebe. Siehst du? Hab ich gewusst. Carla ist schon komplett voll. Der wird nicht noch mehr voll. Also, neutraler. Hast du einen Lover? Vor 2 Wochen habe ich jemanden getroffen. Ach, der ist... Ein total netter Kerl. Arbeitet auch in einer Bank. Ich glaube, diesmal könnte es was Ernstes sein. Okay. Noch immer allein? Worauf wartet ein so hübsches Mädchen wie du? Such dir einen netten Freund. Eins ist in New York bestimmt nicht Mangelware. Attraktive Männer. Ich weiß nicht. Danach ist mir zurzeit irgendwie nicht. Meine letzten Romanzen waren stets ein Riesenreinfall. Ich habe momentan auf nichts und niemanden Lust. Und wie geht's dir? Viel zu tun, ha? In der Zeitung lese ich jeden Tag die Verbrechensrate, nehme zu. Immerhin tust du was Nützliches. Von wegen. Weißt du, wenn man seine Runden macht... Okay, ich glaube, ich beende das Gespräch. ...und 10-Jährige sieht, die von was weiß ich high sind und mit Pistolen hantieren, dann fühlt man sich nutzlos. Es treiben sich immer mehr Kinder auf den Straßen rum und wir haben einfach keine konkrete Antwort auf das Problem. Außer dem Gefängnis. Manchmal nimmt sie mich total mit und zieht mich runter. Genug geplaudert. Schau, was ich hab. Tarotkarten. Tarotkarten? Um deine Zukunft zu lesen. Willst du damit sagen, du kennst dich damit aus? Meine Oma hatte es im Blut. Sie lehrte mich das Kartenlesen, als ich noch klein war. Sie übertrug ihre Wahrsagefähigkeit auf mich. Es funktioniert. Nein, tut's nicht. Was die Karten sagen, tritt immer ein.
Nein, tut's nicht. Mal sehen, ob du deine wahre Liebe triffst oder ob du als verschrumpelte alte Jungfrau endest. Okay, alter Zigeuner. Und was muss ich nun tun? Also, nimm die Karten und misch sie gut. Na gut. Nochmal. Gut. Passt. So, jetzt lass mal hören jetzt. Was hast du zu sagen? Was meinst du? Nimm zwei Karten. Okay. Ich hätte gerne... Wie kann ich denn... Achso, das sind die... Ah, das sind die unteren. Die hier. Und die hier. Dich erwartet eine dunkle Zeit, eine Flucht und große Gefahr. Leg zwei dazu. Die und... ich glaube, das ist nicht so toll. Da ist jemand. Du folgst ihm und er macht dir Angst. Er verbirgt ein Geheimnis. Nimm noch zwei Karten. Also bis jetzt passt es ja, aber ich glaube, dass es vom Spiel ja so programmiert, dass ich immer die Karten kriege, die ich brauche. Und ein Fluch. Großes Leid und Angst. Ich sehe dunklen Tod und Schmerz. Tja, komm ruhig rüber, wenn du Unterhaltung brauchst. Tut mir ehrlich leid, Carla. Das ist keineswegs so lustig geworden, wie ich dachte. Ist schon in Ordnung. Mal sehen, was ich noch an Schrecklichem erwarten darf. Hier noch zwei Karten. Nochmal. Ein Kind. Zwei Schicksale. Ein Weg zum Leben, der andere zum Tod. Carla, lass uns aufhören. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Sowas habe ich noch nie aus den Karten gelesen. Normalerweise enthalten sie was ganz anderes. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ist doch bloß ein Spiel. Ich glaube eh nicht an solchen Kram. Tja, ich gehe dann wieder. Es ist spät. Seit wann interessierst du dich für Geld? Es geht um eine Untersuchung. Und du könntest mir da vielleicht weiterhelfen. Sag mal, kann man einer Börsennotierung entnehmen, in welcher Bank sie gedruckt wurde? Mit einem Fax nicht. Aber auf dem Originalpapier müsste ein Wasserzeichen drauf sein. Mhm. Mit dem ID-Code der entsprechenden Bank. Der ID-Code steht im Wasserzeichen? Das werde ich gleich mal überprüfen. Danke, Tommy. Gute Nacht. Gute Nacht, okay. Carla. Aber das ist schon wieder ein Hinweis. Super. Lass uns Tyler anrufen, genau. So. Ja? Auf dem Lesezeichen müsste ein Wasserzeichen mit dem Bankcode drauf sein. Ich guck nach und ruf dich zurück. Okay. Dann wechseln wir und gucken nach. Wie gucke ich denn danach? Hab ich irgendeine Lampe, Lupe, sonstiges? Sieht nicht so aus. Na. Komm schon. Da. Jetzt. Nee, das ist ja... Oder doch? Hier, Lampe an. Papierschnipsel.